Heute zeige ich euch eine Alternative zum Juice Booster. Herzlich willkommen auf dem Kanal E-Auto-Neulinge. Ich bin der Sigmund und ich stelle euch eine Alternative zum Juice Booster vor, eine günstigere Alternative. Und zwar ist die Firma Day auf mich zugekommen, um mir ihre Produkte vorzustellen. Ich habe mir deren Webseite angeschaut und festgestellt, dass sie sehr gute Produkte für E-Automobilität machen, und zwar Ladegeräte oder Wallboxen, das, was man im Alltag gebrauchen könnte. Ich habe mich für eine 11 Kilowatt Day mobile Wallbox entschieden und war schön positiv überrascht, wo es gekommen ist. Es kommt in eine schöne Tasche und die Tasche ist hier mit so einem Gummiboden versehen, damit es nicht im Kofferraum rutschen kann. Also egal wie man das schiebt, wird es nicht im Kofferraum verrutschen. So, wenn ich das jetzt geöffnet habe, sehen wir, was alles drin ist. Eine kurze Beschreibung, wie man es anschließen kann und so weiter und so fort. Dann haben wir hier das Ladekabel und noch ein Reinigungstuch. Und zwar kommt es deswegen, weil wir hier eine sehr schöne Vorderseite haben. Wenn man das jetzt hier abzieht, sieht das richtig klasse aus und sauber. Damit wir das auch schön sauber halten, kann man das mit dem Das Tuch kann man sehr gut gebrauchen, weil wenn man die Schutzfolie entfernt, ist die Vorderseite vom Ladegerät schön mit einem Glas versehen und einem Touchscreen, also sprich jetzt zwei Tasten zum Anfassen. Dazu kommt auch noch zusätzlich eine Halterung mit Schraubuntersilien. Hier kann man dann den Typ 2 verstecken und er rastet ein, damit es nicht rausfallen kann. Hier drüber an der Wand kann man dann das Kabel einrollen und es bleibt immer auf der richtigen Stelle. Es kommt mit einem roten Kabelanschluss, das man jetzt nicht unbedingt überall anschließen kann, aber man bekommt auch dort weiteres Zubehör, und zwar Adapter, die passend zu dem Anschluss sind. Ich habe mir dann direkt hier diese liefern lassen, da ich keine Möglichkeit habe, bei mir mit dem Adapter, ohne dem Adapter etwas zu laden. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal Adapter auf Blau. Dann haben wir Adapter, das was ich brauche, für die Schüko-Steckdose. Und dann haben wir nochmal einen Adapter für den roten Anschluss. Also man sieht ja, der ist ja ein bisschen dicker, damit alle Anschlüsse dann so. Damit ich das bei mir testen kann, stecke ich einfach mal den Adapter hier rein. Es rastet automatisch hier ein, damit es nicht wieder rausgehen kann. Und ich kann den Schüko-Stecker bei mir in meine Steckdose einstecken. So, jetzt komme ich mal rüber, damit alle das richtig sehen können.
Wir haben hier die Anzeige und zwar sehen wir, mit welcher Geschwindigkeit, also hier die Nullen, mit welcher Geschwindigkeit gerade geladen wird. Dann haben wir hier das, was so springt, ist mit wie viel Volt die Steckdose Ausgangsstrom versorgt, mit wie vielen Ampere gerade geladen wird und wie viele Kilowattstunden bereits geladen sind. So, wir haben zwei Knöpfe. Einmal A, das ist für die Ampereanzahl, 6, 8, 10, 13, 16 Ampere und dann wieder auf 6 und so weiter und so fort. Ich stelle das mal wieder auf 16 an. So, hier ist eine Uhr. Die Uhr ist dafür da, dass ich zum Beispiel eine zeitversetzte Ladung programmieren kann. Ich habe mein Auto vor der Garage stehen. Ich kann Folgendes machen. Ich klicke da drauf und ihr seht, halbe Stunde ist eingestellt. Das heißt, der Wagen würde anfangen, in einer halben Stunde zu laden. Dann eine Stunde 30, zwei Stunden. Und so kann ich weitergehen bis zu 8 Stunden. Also sprich, wenn ich jetzt möchte, kann ich dem Gerät sagen, erst in 8 Stunden fängst du an, das Auto zu laden. So, jetzt habe ich das wieder ausgenullt. Also, sobald ich angesteckt habe, wird das Ganze anfangen zu laden. Jetzt zeige ich euch, wie das in der Praxis ist. So, ich habe jetzt hier den Adapter dazu geholt und schließe das an die Schüco-Steckdose. Angeschlossen ist es und wir gehen jetzt mit dem Typ 2 Stecker an den Wagen dran und schließen den an und schauen, was passiert. Und es fängt an zu laden. Wir gucken noch mal. So. Wir schauen uns jetzt das noch mal im Auto an. Wie ihr seht, es lädt und darum geht es. So, hier können wir noch mal ablesen, wie schnell der lädt. Hier zum Beispiel 15,5 Ampere. Dann die Steckdose gibt 225 Volt. Wir haben aktuell die Leistung von 3,5 Kilowatt und geladen wurde noch 0, weil, wie gesagt, gerade eben angeschlossen. So, jetzt nehmen wir mal an, wir sind unterwegs und haben die Ladestation verpasst und schauen uns um, ob wir irgendwo laden können. Wenn wir keine Ladestation oder Wallbox finden, haben wir die Möglichkeit, einfach mal an so einen Stecker dran. So, die Verbindung ist da. Jetzt gehe ich einfach mal hier dran und stecke das Ganze an. Hier ist auch natürlich sofort Verschluss, damit es nicht von alleine ausgesteckt werden kann. So, jetzt schauen wir mal hier. Man sieht, wir sind wieder bei 235 Volt. So, ich stecke jetzt den Stecker rein. Die Verlinkung findet ihr wie immer in der Beschreibung. Geht einfach mal auf die Webseite, informiert euch. Ich kann euch das Ganze mit sehr gutem Gewissen empfehlen, weil die Qualität meiner Meinung nach sehr gut ist. Wir haben gesehen, es funktioniert, es lädt und es macht einfach mal das, was es machen soll. Also alles, was rund um Laden geht, könnt ihr dann auf der Webseite kaufen. Vor allen Dingen die Adapter finde ich sehr interessant. Vom Preis her ist es nicht teuer und man ist vorbereitet auf alle Eventualitäten. Wenn man jetzt unterwegs ist, kann man das am Starkstrom anschließen. Man kann auch, wenn man zu Hause einfach nur in der Garage ein Starkstromkabel hat, kann man das da anschließen, braucht man in dem Sinne keine Wallbox.
vielleicht für eine Übergangsphase, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, ein E-Auto und noch keine Wallbox habe, kann ich sowas nutzen. Und dann, wenn ich unterwegs bin, kann ich die Kabel mitnehmen und an jede Steckdose, also ob das jetzt die rote Steckdose ist, ob das jetzt die blaue Steckdose ist oder Schüko-Stecker, ich kann es überall anschließen. Also komme ich nicht in Schwierigkeiten, wenn ich mal eine Ladestation verpasst habe. Ich kann tatsächlich überall laden, an eine ganz normalen Haussteckdose oder an eine Tankstelle. Die haben meistens auch eine rote oder blaue Steckdose. Ich kann überall mich anschließen und zumindest ein bisschen aufladen, damit ich weiterkomme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, nehmt ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Weitere interessante Videos sind auf dem Kanal zu finden. Alles, was E-Auto-Neulinge brauchen und vielleicht sich informieren wollen. Bis demnächst.